momentan läuft ja ganz stabil bei TJ. Also diese Wochenshow war für TJ, glaube ich, eine sehr gute Idee. Digga, boah, krank. Das ist schon sehr, sehr wild auf TJs Kanal aktuell. Sehr, sehr, sehr wild. Ah, der Mann mit den langen Haaren ist wieder da. Deine Haare sehen so aus, als würdest du gerne mal mit Simon Desio eine Runde in Dubai chillen. Also lass sie hart zu, du Huch. Und damit herzlich willkommen zur 11. Folge meiner Weekly-Wochenshow hier auf dem Kanal. Alicia Joe hat mal wieder ordentlich geshootet. Dazu wird heute ein Millionen-Follower-TikTok ein bisschen exposed und auch ein bisschen hops genommen. Außerdem hat die deutschsprachige Streaming-Community eine sehr, 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 sehr coole Aktion gerissen. Und ihr sollt auf jeden Fall den Kanal hier abonnieren, weil Mittwoch kommt ein, ich sag mal, wildes Video hier. Aber jetzt heißt es erstmal wieder, let go! The thing goes grrr. Alicia Joe, shootet mal wieder ordentlichst rein. Habt ihr in eurer Freizeit nichts Besseres zu tun, als euch solche unmoralische Scheiße anzugucken? Und Team Hudson. Nee, wie heißen die? Harrison. Diesmal geht es um die ganzen Dubai-InfluencerInnen, die gerade schlagartig wieder nach Deutschland zurückkehren. Also zum Beispiel Paola Maria, Team Harrison oder auch Sami Slimani. Aber ganz kurzer Recap, die ganze Thematik nicht so mitbekommen haben. Vor so 2-3 Jahren fing es an, dass immer mehr InfluencerInnen nach Dubai ausgewandert sind. Das kann natürlich private Gründe haben, wie dass man zum Beispiel moderne Sklaverei ganz nice findet oder auch auf Menschenrechte scheißen möchte. Könnte aber natürlich auch den Grund haben, dass man dort einfach sehr viel Geld spart. 0% Einkommenssteuer im Vergleich zu den 42% Höchststeuersatz. Ich glaube, es war, dass man nicht keine Buchhaltungspflicht hat oder so, ne? Das sind bei einem Jahresbruttoeinkommen von 1 Million Euro 420.000. Das scheint noch lukrativer zu sein, als eine Limited in Großbritannien zu gründen. Oder, Sarah? Wären natürlich beide sehr noble Gründe. Oder, Leon? Ja. Perfekt, danke. Auf jeden Fall ist jetzt gerade ein Trend erkennbar, dass mehrere dort lebende Menschen wieder zurück nach Deutschland kommen. Und da könnte man sich jetzt fragen, wieso? Ein lustiger Grund könnte auf jeden Fall sein, dass das deutsche Finanzministerium vor kurzem Daten von möglichen Steuersündern gekauft hat, die in Dubai zum Beispiel Immobilie oder Grundstücke haben und die in Deutschland halt nicht ausreichend versteuern. Deswegen gab es im Internet auf jeden Fall dieses Meme hier. How it started and how it's going. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht der Grund sein, weil wenn man über die Hälfte des Jahres halt nicht in Deutschland lebt, muss man auch in Deutschland keine Steuern mehr zahlen. Denn Sami Slimani und Team Hudson, wie heißen die? Harrison, streben nach meinen Recherchen zumindest weiterhin an, länger als die Hälfte des Jahres in Dubai zu leben. Die ganzen Hello Germany, Goodbye Dubai Videos stammen daher, dass die Influencer aktuell für wenige Wochen oder Monate nach Deutschland kommen. Aber kommen wir mal zu den wirklichen Gründen, warum die Dubai-InfluencerInnen... Ich kann es null nachvollziehen, dass Leute so an einem Ort leben, wo ihnen durchgängig das Wetter nicht gefällt. Oder zu heiß ist und so anstrengend ist. Es gibt so viele Länder, die steuerlich ja auch zum Beispiel viel krasser sind als Madeira, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Zypern oder so, wo du aber halt im Sommer auch deine 40 Grad oder so hast, wo ich mir einfach denke, boah, als ob du wegen 10%, 20%, 30%, 40% Steuern 3 Monate oder 4 Monate im Jahr leidest. Actually für mich, no front, auch Deutschland. Ich finde es im Juli, August auch fucking anstrengend. Das sind so die Monate, ich bin gerade einfach aktiv am Schwitzen. So viel schwitze ich auf Madeira normalerweise nie. Ich schwitze, ich hätte gerne eine Klimaanlage. Es ist einfach voll heiß. Und die Sommermonate und die Wintermonate finde ich in Deutschland nicht so geil. Auf Madeira, weil gerade im Chat gefragt hat, ist auf Madeira nicht heißer? Nein, auf Madeira haben wir ganzjährig zwischen 20 und 23, 24 Grad. Momentan das Land verlassen können. Der erste Grund könnte sein, dass es reines Image aufpolieren ist. Denn seit dem Video von Jan Böhmermann über Dubai, in dem er gezeigt hat, dass man, um dort halt Social Media hauptberuflich zu betreiben, einen Vertrag unterschreiben muss, in dem man halt zustimmt, nichts Kritisches über das Regime zu sagen, nicht über die Gastarbeiter, aka moderne Sklaven, reden darf und wirklich sich auch nicht für Menschenrechte von unter anderem Homosexuellen einsetzen darf, ist das Image das ist so ranzig von Leuten, die in Dubai leben, beziehungsweise dann ausgewandert sind, ich sag mal, so nicht mehr so gut. Seitdem mehr Menschen über diese Thematik Bescheid wissen, wächst die Dislike-Like-Rate auf diesen Kanälen enorm. Paola Maria zum Beispiel hat bereits mit 3 Clickbait-Videos verzweifelt versucht, ihren YouTube-Kanal zu retten. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wie sie versucht, sich dort Fehler einzugestehen, ohne dabei auf die ganze Dubai-Kritik einzugehen. Weil ihr das höchstwahrscheinlich vertraglich verboten ist. Ich mache Fehler. Fehler machen wir alle. Wir sind Menschen. Aber für uns hat es einfach nicht funktioniert. Aus unseren Gründen. Ein Drahtseilakt der anderen Art. Ich habe mit meinem Umzug niemandem von euch wehgetan. Was genau denkst du, wer zum Beispiel das Haus, in dem du gerade sitzt, gebaut hat? Mit Sicherheit keine Arbeiter, die Mindestlohn bekommen haben. Alicias Grund Nummer 2, der abseits von Punkt 1 auch sehr plausibel ist, ist, dass es in Dubai momentan einfach viel zu heiß ist. Der Sommer in Dubai, der ist
wirklich nicht ohne. Seht ihr das? Wir schwitzen, Hühnschweiß gebadet hier. Also es ist für mich irgendwie, also ich weiß nicht, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch einfach sehr wettersensibel. Ich bin sehr schnell am Meckern tatsächlich. Was so Wetter angeht, ihr habt es gemerkt, in dieser sehr heißen Sommerzeit, augustmäßig, wo ich hier war und alle 3 Minuten im Stream gesagt habe, dass ich es heiß finde. Und dann nach so 3 Stunden offline gegangen bin, weil ich es so heiß und schlimm fand. Ich bin auch einfach sehr sensibel, eine Heulliese. Und wenn es so heiß ist, möchte ich einfach nichts machen, außer im Bikini im Wasser sein oder so. Oder in einem gekühlten Zimmer oder in so einer Nahtoderfahrung, keine Ahnung. Deswegen für mich wäre also so Dubai, unabhängig von den ganzen sozialpolitischen Sachen, wäre Dubai auch, also oder diese ganzen heißen Länder, war Albtraum für mich. Und ist so eine. Ich würde das wirklich nicht machen, wenn mir 5000 Euro im Monat geschenkt werden. Würde ich da nicht hinziehen. Dubai war es in letzter Zeit so heiß, da konnte man echt draußen so schön atmen. Erstmal Luft schnappen. Dazu zeigt Alisa auch noch, dass, wenn es mit der Klimakrise weitergeht, prognostiziert wird, dass es in den Arabischen Emiraten teils 60 Grad Celsius im Sommer oder sogar noch heißer werden könnte. Und in diesen Temperaturen sind Menschen halt einfach nicht mehr lebensfähig. Aber ich finde auf jeden Fall die Ironie ganz lustig, dass Leute, die maßgeblich den Klimawandel fördern, dann plötzlich Klimaflüchtlinge werden. Konnte ich auf jeden Fall vorhin drüber schmunzeln. Am Ende von Alisas Video gibt es nochmal einen kleinen Retalk, den ich auch sehr, 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 sehr gefühlt habe. Hinzu kommt, dass sie Influencer sind, also auf Deutsch Beeinflusser. Und mit einem Following von über 1 Million Menschen wirklich komplett auf Moral, auf Ethik, auf Klima, auf Tier und... Sagst du so einfach, du verdienst ja auch viel, für die meisten Menschen ist das so viel Geld. Ruben, ich würde für 1 Million Euro im Jahr nicht nach Dubai ziehen. Ich würde für kein Geld der Welt das machen, weil wenn ich den ganzen Tag lang leiden würde, nicht rausgehen könnte, in einem Land leben würde, wo es rechtemäßig einfach so scheiße und so beschissen aussieht, nee, habe ich gar keinen Bock. Also wieso sollte ich da leben, wenn ich überhaupt keinen Bock darauf habe und mich da ganz unwohl fühlen würde und es ganz schrecklich finden würde. Und ich habe keine Million auf dem Konto und ich würde trotzdem nicht für 1 Million dahin gehen. Auf Menschenrechte zu scheißen. Wenn ich die bekomme und dann da eine Woche sein kann und dann wieder zurück kann, wäre es vielleicht noch was anderes, aber... Einfach massiv. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es auch noch ganz andere im Chat, die auch keine Million auf dem Konto haben und die auch sagen würden, sie würden es für 1 Million nicht machen. Zieh dich aber auf jeden Fall nach diesem Video und auch das Video von Alisa rein. So vor allem, ganz ehrlich, es wäre in so vielen Hinsichten dumm, wenn ich in ein Land gehen würde, in dem ich als Person allein schon problematisch wäre, weil ich zum Beispiel sage, hey, ich stehe auf Männer und auf Frauen und dann wären die so, oh, well, das supporten wir nicht. Bro, dann schade, dann ist es halt nicht, dann ist es kein Ort, an dem ich gerne leben würde. Weil sie zeigt auch, no fucking way, dass Sarah Harrison von einem Affen beworfen wird. Okay. Ja, allein schon, weil ich eine Frau wäre, schon eingeschränkt zu sein. Jetzt habe ich alles im Gesicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Diese Woche ist was sehr, sehr Cooles passiert. Und zwar haben sich sehr, sehr viele, beziehungsweise eigentlich fast alle, deutschen Streamer zusammengetan, um Spenden für die Jahrhundertfluten zu sammeln. Ehre. Insgesamt Big sind darüber Ehre. Fast 500.000 Euro zustande gekommen. Und selbst die Plattform Twitch hat eigen 50.000 Euro an die Organisation gespendet. Auf jeden Fall dicke Props raus an jeden, der das supportet hat. Und auf jeden Fall auch an jeden, der da den einen oder anderen Euro auch gelassen hat. Sehr, sehr klischeehaft, wenn man so sagt, aber jeder gespendete Euro hilft wirklich den Menschen, die Opfer von dieser Katastrophe wurden. Deswegen findet ihr den Link zum Spenden auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Falls ihr 1-2 Euro überhaupt, die ihr nicht braucht, spendet sie gerne. Ihr tut damit wirklich. Ich finde es wirklich so krass, wenn man immer sagt, so jeder Euro zählt, aber das ist halt so fucking true. Wenn ihr euch vorstellt, wir sind gerade 5000 Leute, stell dir vor, jeder würde 1 Euro spenden, wären 5000. Also wirklich dieses Ding von jeder Euro zählt, ist halt wirklich fucking true. Die Masse an Leute, die erreicht werden bei so Projekten für so Charity und so, wenn da jeder nur so 1-2 Euro dazu gibt, insane schon. Sehr, sehr, sehr vielen Menschen etwas Gutes. Wo wir gerade noch bei der Flutkatastrophe sind. Hier ist ein kleines Beispiel, was man nicht mit der Flutkatastrophe machen sollte. Der TikToker 24Tim wird nämlich von vielen Accounts momentan heftig dafür kritisiert, dass er die Naturkatastrophe ausnutzt, um Leute auf sein Instagram bzw. auf seine Instagram-Stories zu locken. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Ist das gerade dein Ernst? Er sagt einfach... Ja, für mehr Überschwemmungsvideos guckt auf mein Instagram. Er nutzt diese schlimme Situation in Deutschland gerade aus, um irgendwie sein Instagram zu pushen. Durch irgendwelche Kyle hat auch ein Video zu dem gemacht. Katastrophen oder Krankheiten generiert man keine Klicks, das macht man nicht. Kritisch. Das Ding ist, er nutzt die Naturkatastrophe nicht nur davon aus, halt Traffic auf seinem Instagram zu generieren und halt vielleicht einen oder anderen Follower abzustauben. Kommentiert mal, ob ihr noch zur Schule geht oder nicht. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. Sondern die Aktion hat nochmal den ganz, ganz anderen faden Beigeschmack, dass zufälligerweise in der Zeit, wo er diese Videos macht mit Hey, geht auf meine Story, auch noch Placements in seiner Instagram-Story hat.
Wie hier zum Beispiel mit Die Limo. Also er benutzt Naturkatastrophen, damit er mehr Storyviews hat. Und zufälligerweise hat er genau in dieser Zeit auch noch ein Placement in seiner Story. Kritischer Move, Bruder. Sehr, sehr kritischer Move. Aber okay, Tim wird ja wahrscheinlich nicht in zig TikToks dazu aufrufen, dass man seine Story gucken soll, oder? Oder? Wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann schaut euch definitiv meine Story an, da gibt's die Reaktion. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Ich nehme euch jetzt in meiner Story mit. Jetzt mal in die Wohnung rein und in den Keller. Falls ihr sehen wollt, schaut euch meine Story an. Ja, der sieht irgendwie aus wie Jonas Ems. In meiner Story geht's weiter, also verpasst es nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut euch jetzt meine Story an, ich nehme euch mit. Dann schaut euch gerne meine Story an. In meiner Story seht ihr übrigens wie eine Story. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Kritisch. Einen noch faderen Beigeschmack bekommt die Aktion übrigens, wenn man bedenkt, dass Tim in einer Verlosung, in der es eigentlich darum geht, Spenden für die Opfer der Naturkatastrophen zu sammeln, als Bedingung hat, dass man sein Bild liken und kommentieren muss. Also konkret schrieb er unter seinem Instagram-Bild: Viele vermissen noch ihre Angehörigen und extrem viele sind deswegen auf Spenden angewiesen. Habe lange mit meinen Eltern überlegt, wie ich mich daran beteiligen kann. Neben privaten Spenden meinerseits dachte ich, dass ich das allerletzte Taco-Kissen für diesen Zweck verlosen werde. Das Einzige, was ihr machen müsst und könnt, das Bild liken und kommentieren und mir dann einen Screenshot von der Spende schicken. Wenn es ihm darum gehen würde, einfach nur Spenden zu sammeln, wäre es ihm scheißegal, ob das Bild viele Likes oder viele Kommentare bekommt. The fuck? Aber er probiert halt... Das ist ein ekelhafter Marketing-Move. ...wirklich überall aus jeder Situation noch ein bisschen Reichweite, noch ein bisschen Traffic auf seinem Instagram zu generieren. Wie ranzig. Vor allem bewirbt er das Kissen, was man dann halt in der Verlosung gewinnen kann, als das allerletzte Taco-Kissen. Aber als ich dann vorhin in seiner Story war, habe ich das hier gesehen. Ich habe ein bisschen Angst vor euch. Die Kissen waren gerade in 30 Sekunden ausverkauft. Wir produzieren gerade noch mal ungefähr 4.000 bis 5.000 Kissen. Also das... Der Typ verdient sich so den Arsch ab, Junge. Digga, holy shit, was wird der an so einem Kissen verdienen? Ich weiß, was andere Leute an Kissen verdient haben und es ist eine andere Welt, Alter. Allerletzte Taco-Kissen kann es ja nicht gewesen sein, weil er verkauft die Dinger ja wieder, halt 5 Tage nach seinem Posting und ich weiß nicht, was seine Intention ist, so zu handeln. Aber es wirkt halt wieder so, als wenn er mit dem Posting probiert, irgendwie auch wieder das Kissen zu bewerben. Weil er weiß ja ganz genau, dass diese 5 Tage... Ich weiß nicht, wo er das macht, ich weiß nicht, wie aufwendig die sind, aber du kriegst aus so einem Kissen zwischen 10 und 25 Euro Gewinn raus. Sagen wir mal, er kriegt da 15 Euro Gewinn raus aus einem Kissen, der verkauft da actually 5.000 von, dann ist das eine solide Anzahl an Gewinn. Später wieder im Shop verfügbar sind. Vor allem dafür, dass es der zweite Launch ist. Und dass er sie dort wieder verkauft. Ganz, ganz, ganz komische Energien, die ich da von Tim bekomme. Das Ding ist, Dinge zu bewerben, ist ja vollkommen cool und okay. Da hat ja niemand was gegen. Aber eine Naturkatastrophe sollte niemals Bestandteil sein, sich irgendwie Reichweite aufzubauen oder eine erfolgreiche Werbekampagne zu haben. Nee, sowas macht man einfach nicht. Okay, kommen wir mal von einem kritischen Thema zu einem etwas cooleren Thema. Und zwar dachte ich mir, weil der Support hier auf dem Kanal momentan so big ist, knall ich mal eine Kleinigkeit für euch raus. Und zwar ist in der Videobeschreibung, erster Link, ein kleines Gewinnspiel von mir selber gemacht zu einem 100€ Amazon-Gutschein. Ihr müsst, um teilzunehmen, wirklich nur 2-3 Knöpfe drücken, kostet wirklich null Zeit. Ich kann auch ganz kurz warten, dass ihr es gemacht habt, deswegen drückt kurz auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ich warte kurz. Das ist auf jeden Fall trotzdem auch ein smarter Marketing-Move von TJ, weil für 100€, dafür, dass die Leute ihm dann auf Twitch, Twitter und Instagram folgen müssen, das ist ein sehr smarter Marketing-Move. Okay, jetzt sollt ihr spätestens damit fertig sein. Ich wünsche auf jeden Fall allen Teilnehmern viel Glück und Erfolg. So, kommen wir jetzt mal wieder zu Top 3 Clips der Woche. Letzte Woche habt ihr meine Instagram-Story über diese 3 Clips abgestimmt. Clip Numero 1. Hier, Leute, das ist doch ein geiler Kuchen. Halt den mal. So? So? Nein! Es tut mir so leid, dass dieser Clip so viral geht, weil das ist so ein wacker Clip und ich glaube, Rezo weiß es auch, dass es einfach ein wacker Clip ist und ich glaube, er würde sich auch wünschen, dass sie es nicht gemacht hätten, das so zu machen. Weil Rezo ist so cool, ich mag Rezo echt gerne und ich finde, den Content, der macht es so gut, aber dieser Clip ist so wack, I'm sorry to say that, aber der Clip ist echt wack. Und ich glaube, dass er so viral geht, ich glaube, das findet Rezo wahrscheinlich auch nicht so geil. Numero 2. Erzähl mir das Dümmste und Unprofessionellste, was du bei einem Frauenarzt jemals erlebt hast. Sie meinte zu mir, Sie haben einen Penis, bitte gehen Sie. Ach, und stellen Sie, by the way, noch das Vagina-Modell wieder zurück. Unprofessionell. Clip Numero 3. Oh Gott, nee. Boah, ich hab mich gerade schon erschrocken, weil ich weiß, dass die jetzt hochspringt. Gut, dass du gestoppt hast, Simon 1 da oben, danke. Ich hab mich sonst erschrocken. Ich weiß nicht mehr, was da passiert.
und gewonnen hat. Der Dritte. Congratulations, my boy. War auch ein Killer-Clip. So, geht jetzt auf mein Instagram, weil da könnt ihr wieder zwischen diesen drei Clips hier in meiner Story abstimmen. Ach, und außerdem habe ich just in diesem Moment auch ein Bild auf Instagram gepostet, und zwar this year. Was? Du willst das Bild angeblurrt sehen? Also, willst du wirklich sehen, was hier für ein Bild ist? Hey, da muss wohl auf Instagram gehen, ne? Ey, es gibt neue Clips und ein Bild, auf dem ich halt nackt bin. Geil. Ich würde draufklicken. Ansonsten, danke für die ganzen neuen Subs. Danke für das ganze nice Feedback. Aber die Abmod macht jetzt Vario. Ich bin Flo, ich soll hier heute das Outro drehen. Ich hoffe, euch haben die News von Marianne so cool. TJ gefallen. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt einen Kommentar, das ist gut für den Algorithmus, und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Appreciated, Mini Varion. Peace.